Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen zum Part Nummer 20. Wir haben ein Münzenfest. Dies gilt es zu erledigen. Es ist jetzt das erste Münzenfest in Kapitel 3. Und ich bin gespannt, was wir denn hier Schönes haben. Also hier gibt es erstmal Free Cash. Spitzhacke oder Kirschen? Na, versuchen wir mal Spitzhacke. Die waren sonst immer einiges einfacher. Oh Gott, ist da viel Cash. Jaui, also das Spitzhacken-Event kann mehr Cash bringen, als man dachte. Ich habe auch den einen Goldpilz verpasst. Uiuiui, das ist viel Cash. So, aber wir wollen heute den geheimen Goldpilz sehen. Wo ist der verdammt? Ja. Tschüss. Wo ist der? So, hier unten könnte er sein. Hier im Wasser. Da habe ich jetzt explizit nicht nachgeschaut. Oder nicht explizit nachgeschaut, trotzdem glaube ich, ist halt besser. Dann schauen wir mal im Wasser nach. Weil ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, wo er sein sollte. Hier gibt's nur Cash. Hier gibt's auch nur Cash. Ja, definitiv, da gibt's nur Cash. Okay, hier ist auch nichts weiter. Feuer! Der ist nicht hier. Wo soll er sein? Ach so. Doch, ich weiß, wo er sonst noch sein könnte. Das ist ziemlich tricky. Wir müssen jetzt einmal noch an den hier vorbei. Na, schon wieder zu spät. Ich bin immer im Baumstamm hängen. Was soll ich spielen? Ich bin schon wieder hängen geblieben. Was soll ich spielen? Wir können doch auf die Baumstämme noch rauf. Das wäre jetzt noch eine Vermutung. Möglichst während man die Leute trifft. Und dann haben wir den Goldpilz. Regenbogen! Wow, das war knapp. Und ein letzter Dreher und wir sind durch. Easy, Mann. Stimmt, auf die Baumstämme habe ich jetzt nicht mehr mitgedacht, dass das passieren könnte. So, und wir müssen noch Pixel Toad finden. Let's go. Da, 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 da. Jo. Er ist irgendwo recht nah. Ah, ich glaube, ich weiß. Möchte ich erstmal als erstes untersuchen. So, let's go. Yep. Da ist er. Easy. Ja, das war diesmal sehr eindeutig, wenn man ihn am Start schon gehört hat, ne? So, auf die Spuren der Pünktchenkäfer.
Ich weiß, da steht nur Pünktchen, aber es sind Pünktchenkäfer. Ich bin ein Pünktchenkäfer. Passiert, wenn ich nicht... Okay. Es ist passiert wirklich das, was ich mir dachte, was dann passieren würde. Das ist sehr, sehr lustig. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, man kann mit denen wirklich nichts machen. Nervig. Tschüss. Hier sollte ich ja safe sein. Die Halunken sollten ja nur da lang gehen, wo der gebrochene Boden ist. Das Le Stern. Hier können wir nochmal runterfallen an der Ecke. Da können wir noch was einsammeln. Zackig, knackig. So. Das hätte jetzt fast weh getan. Ich kann hier auch anhalten. Okay, gut. Okay, das macht leider nichts. Hier könnten wir runterfallen. So, und da haben wir einen Pilz. Schade. Ich hoffe, dass da noch ein Juwel wäre. Ah, da sind ja die Nervis wieder. Ich hab das dritte Juwel zuerst gekriegt. Und tschüss. Okay, hier ist noch mehr Cash-Mash. Okay, dann ist da wahrscheinlich das letzte Juwel, ne? Ja. Scotty, beam mich hoch. Nein, was? Die sind doch da gerade rübergelaufen. Och, ihr miesen Kleinen. Ist aber cool, dass die hier oben langlaufen. Da ist es. So, wo muss ich denn hin zum Stern? Eigentlich nur hier. Da drehen sie um. Um. Warum drehen sie da um? Kann ich hier auch schon runterfallen? Achso. Okay, ja, dann falle ich. Oh, ich habe die Ebene verschätzt gerade. Hupsi. Oh Gott, ich sterbe. Ich habe mich in der Ebene etwas verschätzt. Okay. Hier kann man leider gar nicht runterfallen. Das heißt also, ich muss denen jetzt hier folgen. Oh Gott, schnell. Rennen, 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 rennen. Bis ich irgendwie hier bin. Bis ich hier runterfallen kann. Das ist ja nervig. Ja, Toilette friert ein bisschen. Das ist aber gar nicht schlimm, gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. So, geschafft. Was war die geheime Challenge? Alle Punktkäfer töten? Es würde gerade so reichen. Nee, keine Fliesen zerbrochen, shit. Okay, das ist aber ein einfaches Ding. Das können wir einfach machen. Das ist nicht schwierig. Ich hätte gedacht, alle Pünktchenkäfer getroffen. Es würde knapp hinkommen. Ach nee, es sind 6, ne? Ja. Würde genau einer nicht reichen. Ja, okay. Ich hab mal wirklich genau ganz knapp, ohne eine Fliese zu zerstören. Aber na gut, dann ist das so. So. Und jetzt noch den Pixel-Torter finden. Zack, Level complete. Oh yeah, Moneymaker. Und da werden wir mal die Kirschen ausprobieren. Aber erstmal möchte ich Pixel-Tod finden. Der vielleicht hinter dem Bild versteckt ist. Ich bin mir nicht ganz sicher in diesem Wanted-Poster.
Nee. Also er ist nirgends so direkt hier unten versteckt. Offensichtlich hier unten versteckt, zumindest nicht. Okay, dann das auch nicht. Kann sein, dass wir sogar was kaputt machen müssen dafür. Das wäre böse. Ich wüsste auch nicht, wo er jetzt sonst noch sein könnte gerade. Ach doch. Das, was ich schon vermutet hatte. Da irgendwo außen. Stimmt. Das hatte ich ursprünglich auch schon vermutet, als ich gesehen habe, dass man runterfallen kann. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt Pekondore hinter Gittern. Ja, warum nicht? Die sind sowieso strange, die Viecher. Aber na gut. Kann man die anhalten? Jawollo, kann man. Danke dass, für deine Kooperation. Okay, hier haben wir im Laufrad haben wir einen. Der Juwelen. Da ist denn das der Stern? Okay, guck mal, da komme ich sogar hoch. Hier auch. Ich gehe erstmal das gelbe Rohr hier lang. Weil ich mir nicht sicher bin, ob mir das hier was bringt. Ja, tut das auf jeden Fall. Ich weiß aber noch nicht was. Ein Schalter. Stimmt, hier ist ein Schalter. Ach, so ist das gedacht. Oh. Ich dachte eigentlich, dass hier unten eventuell eine Spießsacke drin ist. Nee, da ist ein Pilz drin. Okay. Ja, easy. Das ist schon wieder irgendwo ein geheimer goldener Pilz versteckt. Den man jetzt 10 Stunden suchen muss. Ich hoffe nicht. Bams. Bams. Juwel. Ich renne einfach durch. Komm ich? Nein, von der Seite aus komme ich nicht rein. Au. Ich dachte, ich bin schnell genug, aber... Nope. So. Wieso sind die überhaupt hier? Die beiden kleinen Fratze hier. Oh, ich verstehe schon. Nein, ich wollte rein. Das ist gemein. Nein. Na gut, ich bin auch schon eine Weile nicht mehr gestorben. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich meine tschüss, tschüss und tschüss. So, wir haben ja eh noch alle Juwelen soweit. Ein bisschen Cashmash. So, dann gehe ich gleich durch und fall einfach straight runter. Das sollte mir nicht vergönnt sein, wie es ausschaut. Merk schon. Die sind im Weg. Okay, also ich muss einfach nur den netten Fratz da stoppen. Zack. So. Alle, yep. Alle Bums. Da hinten in der Ecke wird vermutlich ein goldener Pilz sein. Der mir dann das Secret bringt, was ich hier suche. Okay, also ich habe das Problem, ich muss tatsächlich hier laufen, um den Mittelstein zu bekommen. Da ist er.
Und jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn hier der da vorne? Und rein da. So, einfach bis hier zum Ende laufen. So, noch ein bisschen Cash-Mash. Ach so. Ich verstehe, wo das Problem ist. Hier drüben wäre nämlich noch ein Pilz. Das ist natürlich doof gelaufen. Ich kann jetzt das Level nicht verlassen, weil dann habe ich wirklich den Progress verloren. Ich hätte drüben rausgemusst. Geheime Gold. Wieso wusste ich das? Mann, ich bin mittlerweile voll gut drin im Spiel. Nur bin ich nicht gut in dem Spiel. Das ist ein Unterschied. Oh, das war knapp. Okay, so, dann versuchen wir es nochmal. Diesmal kann ich ja gleich reingehen. Ich habe ja alles sonst. Und dann müssen wir noch Pixel Toad finden. Nur weil ich weiter. So, knackig. So, keine Kameradreher heute. Muss ich mal ein bisschen ausrichten, gerade so, dass... Ich dachte, das tut weh. So, das wird jetzt anstrengend. Okay, drin. Ach komm. Challenge Time ist vorbei. Besser. Es war einfach zu obvious. Das war viel zu einfach. So, wo hast du dich versteckt, du kleiner Racke? Ja, weiß ich gerade nicht, wo er versteckt sein könnte. Ich hätte eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher. Noch bin ich mir nicht bei irgendetwas sicher. Würde aber meistens Sinn ergeben. Zumal man gerade auch nichts gehört hat. Ja. Er ist also entweder hier hinten dran und man sieht ihn gerade nur nicht so gut. Irgendwie hier so. Oder er ist hier hinten irgendwie dran oder sowas. Oder hier vorne dran, dass man... Nee, ist er auch nicht. Dann könnte er noch an dem Rad sein. Das wäre jetzt meine eigentliche Hauptvermutung gewesen. Das war meine eigentliche Hauptvermutung gewesen. Aber nicht an dem, sondern halt dem unteren. Was ja logisch ist, weil da unten hat er, oh Gott, das war knapp. Hat es ja schon gepiepst. Nö, da ist er wirklich nicht dran, ne? An Le Forgel. Ich meine, manchmal habe ich zwar einen Vogel, aber das da ist wenigstens ein. Na klar, jetzt macht er wieder Schaden, ey. Ja, okay, er ist also doch unten drunter sogar, nicht mal am Rad. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass er am Rad ist, aber naja. Okay. Scheiter im Wüstensand ist dann wohl das nächste Level, was wir spielen. Ja, die Folge ist wieder rum. Ich mache jetzt erstmal so Richtung 20 Minuten Parts mehr, weil ein bisschen Progress schadet ja nicht und ich komme echt nicht so gut voran gerade. Ich weiß aber nicht so genau warum. Ich glaube, das liegt an Jagamir. Aber nun gut. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne euch nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für jeden Fall, falls ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Bis zur Raccoon Stay Play. Ciao.